Für 2009 haben wir jetzt unser letztes Kinomagazin produziert und zu Weihnachten würden wir euch gerne ein kleines Geschenk machen. Genau, dafür haben wir die besten Outtakes aus unserem Kinomagazin zusammengestellt und wünschen euch damit jetzt viel Spaß. Genau, und im Jahr 2009 hatte... Wir haben 2009 genug geredet, du hältst jetzt einfach mal die Klappe. Total gerne. Herzlich willkommen beim Kinomagazin der Hatz.de Filmgruppe. Lass uns das nochmal machen. Ich musste schon lachen, ich musste schon eben gerade so... Das ist voll albern. Wollen wir es nicht machen? Nee, wir machen es dann einmal mit und einmal ohne. Liebe Gemeinde. Du kannst jetzt nicht verkneifen. Herzlich willkommen zum Kinomagazin der Hatz.de Filmrubrik Spätvorstellung. Wir sind Tim und Kim. Wir stehen heute Wir sind. Genau. Tim Fischer. Ja. Wusstest du, dass Tim Fischer auch ein schwuler Sänger ist? Ja. Wir sind Tim Fischer. Ich kann so nicht arbeiten. Was? Wir stellen euch heute die Teenie-Komödie I Love You, Beth Cooper vor. Nein, I Love You. Das ist auch fest. Scheiße. Wir stellen euch heute das Science-Fiction-Liebesdrama Die Frau des Zeitreisenden. Wir stellen euch heute das Science-Fiction-Action-Drama. Wir stellen euch heute das Science-Fiction-Liebesdrama. Wir stellen euch heute das Science-Fiction-Liebesdrama Die Frau des Zeitreisenden vor, das wir uns eben gerade im Cinemax am Raschplatz angesehen haben. Das war etwas stark gegrinst. Und stellen euch heute den Teenie-Horror-Thriller. Und stellen euch heute den Teenie-Horror-Film Final Destination 4 vor. Wir stellen euch heute die Satire. Oh Mann, Scheiße. Satire. Wir sind Tim Fischer. Und Kim Bierbrauer. Was denn? Den Text kann ich. Wir stellen euch heute das fiktive Historiendrama Die Päpstin vor, was wir uns eben gerade im Cinemax am Raschplatz angesehen haben. Amen. Bekannt ist sie unter dem Namen Global Integrated. Integrated? Bekannt ist sie unter dem Namen Global Integrated Joint Operating Entity, kurz G.I. Joe. Sie selbst nennen sich Global Integrated. Sie selbst nennen sich Global Integrated Joint Operated. Die zwei Wörter machen es... Ich weiß, was du von unseren Hatz-Lesern und so verhältst. Es geht mir um die Qualität des Magazins an sich. Liebe Hatz-Leser, wenn das bei den Outtakes kommt, ich bin so froh, dass ihr uns jede Woche anklickt und danke euch hiermit wirklich. Plötzlich befindet David sich 5 Jahre in der Vergangenheit, am Tag, als Leonie stirbt. Er hat nun die Chance, das Unglück ungeschehen zu machen. Eines Tages am... Ach Mensch, fuck off, ey. Wir können mal eine Fax ruhig reinnehmen, ey. Wir machen sonst genug Faxen, dann kann auch das Fuck rein, ey. Was macht dein Clown im Büro? Faxen. Yeah. Und er regt sich über meine Wortspiele auf. Ja. Vom FBI ausgetauscht wird, eskaliert die Situation hatten wir auch schon oft. Gerät die Situation außer Kontrolle. Das heißt, wenn die Darsteller dann oben agiert haben, wurde halt die Platte gerüttelt und die wussten teilweise selber nicht, normal, das ist doch scheiße. Oh Mann. Aber die Platten haben schon genauso gerüttelt. Denn je weniger Zeit man sozusagen mit der Geschichte verschwenden muss, desto mehr Zeit hat man, um sich in diesen wunderschönen Welten zu verlieren und diese 3D-Animation zu genießen. Entschuldigung, ja genau. Sehe ich so ein bisschen verpeilt aus, wie immer? Ja, es ist eine Tragikomödie. Ja, aber eigentlich ist ja nur diese eine Szene tragisch. Die, wo sie sagt, dass sie ihre Brüste in die Socken stecken kann. Denk mal was Trauriges. Kann man lieben denken. Das fängt an bei Fahrten im Auto, bei Gesprächen am Abendessenstisch. Scheiße. Chris Pine hat ja durch seine Rolle von Captain Kirk im letzten Star Trek-Film enorme Bekanntheit erfahren und somit ist er ein zugkräftiges. Scheiße. Zugkräftiges Pferd? Ja. Gut, das Teil ist gut. Irgendwie eingekürzt. Ja, du hast recht. Und dafür ist auch der bereits im Jahr 2006 gedreht. Warte mal, ja.
Warte, warte. Oh Mann. Und dennoch kommt am Action auch die oh fuck. Okay. Nein! Ja, was machen die denn eigentlich? Die Tür eine äußerst intensive Atmosphäre auf, was besonders erstaunlich ist, da es nur relativ wenige Schauplätze gibt. Man hat halt Szenen im Haus, im Garten und auf der Straße. Wollen wir das nicht anders machen? Das Mystery-Drama. Drama, du sagst ja nicht. Mystery-Drama. Also, der Mystery, das Mystery-Drama, ne? Der Mystery-Drama, ey. Der krasse Mystery-Drama, ne? Und ansonsten waren die Charaktere wirklich wieder... Warum sich Eisbären bei ihrer Nahrungsbeschaffung die Hand vor die Nase halten. Die Hand? Die Pfote ist doch egal. Die Tatze. Ja, die Tatze. Tatzen. Warum Eisbären bei der Nahrungsbeschaffung ihre Pfote vor die Nase halten. Die Tatze, nein, Tatze. Warum Eisbären bei ihrer Nahrungsbeschaffung die Tatze vor die Nase halten. Genau. Ja, ach ja, fragte Abraham den Bebraham, kann ich mal den Zebra haben. Nur mit die Patriot, Filiat, Spiritus, Santi... Das dürfen wir nicht machen, ne? Schneiden. Nein, das, die Verhandlung verliert sich halt zum Schluss in so eine 0815-Schiene. Also ich muss sagen, du rennst hier gleich voll ins Regal. Ja, das ist, ich fand Denzel Washington wieder absolut sehenswert. Ja, aber nicht nur Denzel Washington. Der Ton war hier. Komm, wir laufen mal hoch. Scheiße. Noch ein Stück. Vicky Jensen hat ja schon bei dem Film Schreck als Regisseurin mitgearbeitet und... Dein Einsatz. Ja, stimmt. Das finde ich voll erschreckend, wie ich das vergessen kann. So spät. Aber die gucken wenigstens. Genau. An dieser Stelle, hallo, Tims Großeltern. Ja, genau. Sitzt halt Wigald Boning da und Olli Dietrich so als Meister Popper. So, bei zwei Schülern eine Meinung. Genau. Zwei Schülern eine Meinung. Und dann sitzt halt und dann fragt halt Wigald Boning ja, Herr Popper, warum haben Sie in Ihren Werbespots eigentlich gar nichts zu sagen? Ja, das weiß ich auch nicht. Gerard Butler avanciert in Gesetz der Rache zu einer Mischung aus... Quatsch, Mischung wollte ich doch gar nicht sagen. Doch. Fertig. Doch, wollte ich sagen, ne? Ach, richtig. Okay. Ja, und Zombieland hat natürlich auch ein unglaublich gutes Casting. Allen Forett, den voran, den Forett, vor was ja. Ich gebe dem Film 9 von Punkt... 9 von Punkt 10. Was ist denn los, ey? Kim, was war das? Was war mein Text? Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Ist egal. Ich gebe dem Film 8,5 von 10 Punkten. Entschuldigung, ich meine Brille beschlägt voll. Ich gebe dem Film 8,5 von 10 Punkten. Ja, auch ich. Es geht nicht. Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ich gebe dem Film 8,5. Es tut mir leid. Ich gebe dem Film 8,5 von 10 Punkten. War's das schon? 8,5 von 10 Punkten? Da kommt nichts mehr? Echt nicht? Nein, echt nicht. Scheiße. Ja, aber als Mann bin ich unabhängig frei. Ja. Kann man diese Blende vorne abnehmen? Weil das irgendwie, wenn ich hier nicht fange, dann habe ich das Ding wirklich im Hals. Ja, ja. Oh, wie habt ihr das Blut so gut hingekriegt? Auf dem Kopf. Eine Mischung aus Catch Me If You Can und der Oceans-Trilogie. Jetzt habe ich mein Fazit vergessen und wir müssen es nochmal von vorne drehen. Yeah. Du hast da gerade einen wichtigen Anruf. Ich habe gerade einen wichtigen aus Japan. Anruf. Aus Japan. Hast du da Angst? Ja, Punch. Was ist das hier eigentlich die ganze Zeit? Das ist ein erstaunlicher Fund. So was habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht. Auf dem hier sind Markierungen groß. Scheiße, es ist vollgestellt. Es ist vollgestellt. Das ist doch schwierig zu spielen. Wir sind nicht so gute Schauspieler wie du. Ja, deswegen lernt ihr das heute mal. Genau, super. Das sind wir doch gleich umso mehr. Ich melde mich wieder, okay? Hi! Okay. Wieso das weiß? Das war gar nicht so schlecht. Ich glaube auch. Aus meinem Autofilm. Das ist Ironie im Leben. Das kann nicht jung. Okay, probier ich. Okay. Reicht das aus dem Autofilm? Ja, wo sie auf diesem Flugzeugträger anfliegen und die eine High Society Lady so aus dem Flugzeug guckt und sagt, das doch nie im Leben Rio de Janeiro. Ach so. Das war das Kinomagazin zur Spätvorstellung mit Tim. Ja, Tim. Hallo.